Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Card Life. Ja, blendende Aussichten haben wir heute. Die Sonne scheint und wir gehen gleich mal hier zurück zu unserer Basis, denn wir haben uns ja beim letzten Mal noch Leder hergestellt. Und ja, das bearbeiten wir jetzt gleich mal zu Lederstreifen. Machen wir uns mal 4 Stück. Ah, okay, da bekommt man anscheinend mehr Lederstreifen raus. Sehr gut. Dann nehmen wir die gleich mal mit. Und ja, dann können wir doch eigentlich jetzt das bessere Werkzeug herstellen normalerweise. Okay, geht noch nicht, weil wir noch ein paar Barren brauchen. Okay, gut. Dann machen wir das mal eben. Eisenerz haben wir ja, oder besser gesagt Kupfererz. Und ja, 8 Stück stellen wir uns da her. Beziehungsweise 5 Stück. Mehr geht nicht. Sodale. Sehr gut. Ah, kann ich die gar nicht stapeln, oder wie? Ah doch, jetzt geht's. Sodale, wir stellen uns ja auf alle Fälle eine neue Axt her. Und dann brauchen wir auch noch eine Spitzhacke, wollte ich gerade sagen, aber leider reichen dafür die Ressourcen nicht. Okay, nun gut. Dann kommt die hier hin. Und wie schaut es jetzt eigentlich von den Werten aus? Da haben wir einen Damage 33 bis 44 und hier haben wir 42 bis 57 und auch von der Haltbarkeit, glaube ich, ist die ja deutlich besser. Da haben wir gerade mal 240 Punkte maximal und hier sind wir schon bei 330, also doch ein Unterschied. Und ja, wisst ihr was, wir buddeln hier gleich mal die Stelle da weg, weil die stört mich schon seit langem, dass da die Erde durchguckt, genauso wie hier. Weg damit. Sehr gut. Und ja, damit wir uns nicht verlaufen, setzen wir jetzt auch noch einen Wegpunkt. Denn ich habe da beim letzten Mal gesehen, dass es hier so schöne Symbole gibt, die wir frei herumziehen können. Und ja, deswegen machen wir das natürlich auch gleich mal. Hier ist unsere Basis. Und ich könnte wahrscheinlich den Wegpunkt jetzt auch wieder, genau, wegnehmen. Also der Wegpunkt hängt praktisch nicht automatisch mit dem Bett zusammen, wie ich es beim letzten Mal vermutet habe. Aber zumindest, ja, wissen wir jetzt wieder, wie wir nach Hause kommen. Und das ist natürlich auch gut so. Aber Holz brauchen wir jetzt eigentlich gar keins. Wir brauchen eigentlich noch mehr Eisenerz. Beziehungsweise nicht Eisenerz. Kupfererz natürlich. So, okay, hier geht die Erzader weiter. Sehr schön. Aber ich glaube, hier ist jetzt Schicht im Schacht, oder? Ah, nee. Sehr gut. So, was ist das hier? Ah, okay. War anscheinend nur die Textur, die da ein bisschen komisch ausgesehen hat. Okay. Und natürlich alles einsammeln. Ui, und jetzt wird es richtig finster, weil ich da viel zu weit anscheinend in der Mine drinnen bin. Nun gut, wir gehen mal eben raus. Sofern ich da noch rauskomme. Ah ja, jetzt müsste es gehen. Sehr gut. Und dann stellen wir uns gleich neues Werkzeug her, weil ich möchte unbedingt hier mal ein bisschen vorankommen. So, dolle. 3 Eisenbahnen. Und schon wieder habe ich Eisenerz gesagt. Mann, oh Mann. Natürlich meine ich Kupfer. Eieiei, wie komme ich denn auf Eisen? Ich weiß es nicht. Naja, ihr wisst, was ich meine.
Sodele, 9 Stück, aber ich glaube, das reicht noch immer nicht, oder? Für die bessere Spitzhacke? Nee. Ein Barren fehlt uns noch. Nun gut, aber wir könnten doch auch mal eine Höhle erkunden. Vielleicht haben wir da sogar noch mehr Eisenerz, das wir finden können. Oder natürlich auch Kupfererz, je nachdem. Aber hier ist keine anständige Höhle. Was ist das? Das wäre Eisenerz anscheinend. Okay. Sowas aber auch. Gibt es hier unten noch was? Nee. Da haben wir schon nachgeguckt. Okay, dann brauchen wir unbedingt die neue Spitzhacke. So, nochmal schnell raufrennen. Weil wenn wir schon mal direkt ein Vorkommen vor der Haustür haben, dann müssen wir das natürlich auch ausnutzen. So, dalle, okay. Da hinten haben wir noch ein bisschen was. Ein bisschen ist gut gesagt. Die Ader scheint hier größer zu werden. Sehr schön. So, dalle, buddeln wir das noch weg. Und dann gleich mal gucken, wie viel wir jetzt gesammelt haben. Von dem Zeugs. Okay, jetzt haben wir aber alles mitgenommen. Mehr gibt es hier nicht. Hier hätten wir noch ein bisschen was, aber ich denke, das müsste jetzt reichen, was wir gefunden haben. Ui, ich bin hungrig. Na dann schnell was futtern. So, dalle. Okay, wir haben noch 6 Barren gefunden, oder besser gesagt 6 mal Erz. Macht dann unterm Strich 3 Barren und dann können wir uns auch die bessere Spitzhacke herstellen. Sehr gut. So, dalle, craft. Create. Collect your rewards. Okay. Das ist gut. Das machen wir gleich mal. So, wie schaut es jetzt aber hier von den Werten aus? Ah, okay. Auch deutlich besser das Ganze. Sehr schön. So, was haben wir denn für Belohnungen? Mal kurz gucken. Ah, okay, wir bekommen noch 4 Barren. Sehr gut. Und die nächste Quest ist Explorer. Equip a Compass. Press M for Map. Okay. Aber ich habe ja hier gar keinen Kompass. Kann ich den irgendwie verwenden? Nee. Ui, hoppala. Jetzt habe ich hier einen Punkt hingesetzt. Wollte ich eigentlich gar nicht. Kann ich den hier wieder so reinschieben? Ah ja. Einen Kompass. Den muss ich mir wahrscheinlich erstmal herstellen, oder? Geht das hier oder geht es hier nicht? Gute Frage, nächste Frage. Nee, das sind alles nur Talismänner. Ah, da ist der Kompass. Okay, dafür brauchen wir Iron Ignit. Okay. Aber gut. Wir haben ja da unten Eisenerz. Von daher können wir die Quest wahrscheinlich auch gleich abschließen. Ui, sehr schön. Scheint eine große Ader zu sein. Sehr, sehr gut. Immer her mit dem Zeugs. So, dalle, okay. Was ist das? Ah ja, hier geht's weiter. Mit dem Eisenerz. Sehr, sehr gut. Aber ich glaube, das war jetzt alles, oder? So ziemlich. Höchstens hier hinten vielleicht noch. Da geht's sowieso rein. Okay. So, da brauchen wir erstmal Licht. Wo bin ich hier? Irgendwo im Nirgendwo. Aber Zeugs zum Abbauen gibt's hier augenscheinlich nicht. Okay. Nun gut. Da oben haben wir noch ein bisschen was liegen gelassen anscheinend. Sehr gut, gleich mitnehmen. Und wir haben
Okay, 7-mal Eisenherz. Viel ist das ja nicht gerade. 7-mal Eisenherz. Nun gut, wir können mal gucken. Vielleicht können wir uns schon irgendwas herstellen damit. Wahrscheinlich nicht. Mann, oh Mann. Also, der Weg nach hier oben ist auch nicht so ohne. So, ah ne. Da muss ich hin. Sodele. Rein damit. Und gleich mal wieder schmelzen. Aber zumindest haben wir genügend Barren für den Kompass. Ja, dann würde ich sagen, stellen wir uns den auf alle Fälle gleich mal her. Craft. Sodale. Sehr schön. Wie kann ich den jetzt ausrüsten? Rechtsklick? Nee. So auch nicht. Okay. Ah, wahrscheinlich muss ich den hier irgendwo reinziehen, oder? Geht das? Aha, sehr schön. Wir haben einen Kompass und wir können auch gleichzeitig wieder ein bisschen was einsammeln. Schön. Geht gut voran mit den Quests heute. So, wir müssen einen Golem besiegen. Ui, okay. Einen Golem. Ja, wenn ich wüsste, wo wir einen finden. Wo finden wir einen Golem? Gute Frage, nächste Frage. Ah, okay. Und jetzt haben wir oben auch eine Kompassnadel. Das ist natürlich schon deutlich angenehmer. Sehr gut. Das macht die Orientierung um ein Vielfaches einfacher. Perfekt. Schön. So, können wir hier noch was machen? Lederstreifen. Braucht man da noch welche? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder stellen wir uns hier vielleicht schon das bessere Werkzeug her? Aber nee, geht gar nicht. Bräuchte dafür noch mehr Eisenbarren. Ein Eisenschwert? Ah, kann ich leider auch nicht herstellen. Schade, schade, das wäre es jetzt gewesen. Aber nun gut, dann nicht. Dann machen wir es erstmal anders. Dann schauen wir mal, dass wir hier eine Kiste irgendwo hinstellen, weil so langsam wird mein Inventar ein bisschen voll. Und ich glaube, da in der Mitte wird sich die Kiste vielleicht gar nicht so verkehrt machen. Schauen wir mal. Ah ja, klein und fein ist die. Sehr schön. Und nee, ich glaube, das war schon richtig von der Ausrichtung. Machen wir es mal so. Okay, bisschen Platz hätten wir hier wieder. Sehr schön. So, dann brauchen wir aktuell kein Harz. Springberries brauchen wir eigentlich auch nicht, aber gut, die nehmen wir mal mit. Stones, weg damit. Das kann weg, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Sodele, Sodele, Sodele. Beziehungsweise die Fibers nehmen wir mal mit, weil ansonsten suche ich die wieder verzweifelt. Bisschen Holz ist auch nicht verkehrt. Die brauchen wir nicht. Und die beiden Wände, stimmt. Die sollten wir mal unbedingt auch platzieren. Meine Kiste ist voll, okay. Nun gut, ja, dann bauen wir uns noch ein paar Wände gleich mal. Weil wenn ich in die Kiste nichts mehr reinbekomme, dann müssen wir uns aktuell ein bisschen anders beschäftigen. Sodale, die Wand, die setzen wir jetzt gleich hier hinten hin oder auch nicht. Geht's hier vielleicht? Ah nee, da ist wieder alles im Weg. Okay, das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen was wegbuddeln. Anders geht's nicht. Nun gut, aber dank unseres neuen Werkzeugs dürfte es ja eigentlich da keine Probleme geben. So, okay, das war fast ein bisschen zu weit, aber gut. Sieht man ja nachher sowieso nicht mehr, wenn ich da die Wand hingesetzt habe.
Okay. Jetzt glaube ich, hoppala, hui, was war das? Fast wäre ich hier in der Textur stecken geblieben. Gut. Das kommt hier so hin oder auch nicht, weil ich da oben noch das Material abtragen muss. Mal kurz einsammeln das Zeug da hinten. Okay. So, Dele, probieren wir es nochmal. Nee, das will nicht funktionieren. Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht so, wie ich will? Komisch. Was passt denn da nicht? Moment mal. Wir probieren mal was anderes. Vielleicht, wenn ich hier von der Rückseite so hingehe. Nein, nee, da ist irgendwas im Weg. Hab bitte nicht unsere Schmiede, oder? Aber ich glaube schon. Verdammt. Und hier, glaube ich, auch unsere Schmiede im Weg. Und da drüben ist auch schon wieder irgendwas im Weg. Also ich glaube, da geht's nirgends. Menno. Habe ich so einen Murks hier gemacht, oder wie? Das ist ja doof. Nee, geht nicht. Aber hier könnte es höchstens auch noch daran liegen, dass die Erde ein bisschen übersteht. Es will mir nicht gelingen, hier die Wand hinzusetzen. Schade, schade, aber gut. Kann man nichts machen. Höchstens hier noch ein bisschen was wegbuddeln, aber wenn es dann wieder nicht geht, dann glaube ich. Ja, habe ich die Kiste ehrlich gesagt nicht richtig platziert. Okay, gut. Dann halt nicht. Dann machen wir es anders. Dann bauen wir uns noch ein paar Foundations. Und zwar Foundations haben wir hier. Da bauen wir uns jetzt gleich mal so 6 Stück, damit wir uns da schön ausbreiten können. Sehr gut, 6 Stück haben wir uns hergestellt. Und ja, ich würde sagen, ausbreiten tun wir uns dann in der nächsten Folge von Card Life. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis dahin. Servus.